Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Jurassic Park. Und wir haben ja beim letzten Mal hier so ein bisschen mit dem Souvenirshop angefangen. Und ich habe euch gefragt in den Kommentaren, welche Version ihr besser fandet. Die kleine, also diese schmalere, die habe ich jetzt leider schon abgebaut hier. Oder diese breitere. Und tatsächlich ging die Meinung da recht auseinander. Also viele meinten die schmale, dann viele meinten die breite. Und ich bin der Meinung, dass hier diese etwas größere etwas besser aussieht. Und deswegen werden wir diese hier behalten und ja, einen vernünftigen Ort mal dafür raussuchen, wo wir das Ganze hin platzieren wollen, weil ja, der Ort hier ist einfach nicht ideal hier oben. Deswegen werden wir die jetzt einfach nehmen und hier wegkopieren und uns einen passenden Ort raussuchen und die dann fertigstellen. Jetzt kopieren wir das Ganze mal eben. Hier unten und reicht das von der Höhe? Ich glaube schon. Hier oben ist Punkt 2. Gut, dann nehmen wir das Ganze und kopieren das gleich mal an einen schönen Ort. Ich habe keine Ahnung, wo wir das hinmachen. Aber wir können uns gleich mal umschauen. Ich glaube, so war das, ne? Copy. Oh, jetzt habe ich vertippt. Copy. Okay, 8400 Blocks. Das klingt auf jeden Fall schon mal nicht falsch. So, jetzt müssen wir mal eben überlegen, wo wir das ganze Ding denn am besten hinkopieren. So, was haltet ihr denn davon, wenn wir das ganze Ding hier vorne irgendwo hin platzieren? Das finde ich, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Ich habe das Ganze jetzt mal um 90 Grad gedreht. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Das werden wir jetzt herausfinden. Wenn wir einfach mal das Ding einfügen. Und das sieht auch schon mal gut aus. Boah, ist natürlich hier ein bisschen weit rüber gekommen, ne? Das war nicht beabsichtigt. Dann machen wir nochmal eben Undo. Das sieht doch schon ganz gut aus. Ich weiß halt nicht, ob die Stelle hier so nice ist. Bin ich mir auch noch nicht sicher. Das ganze Ding hat sich natürlich da so ein bisschen verdreht. Ich zeige euch gleich, was das Problem daran ist. Aber eigentlich geht das klar. Also ich finde die Stelle gar nicht so schlecht. Ist ganz cool. Dann können wir hier das Gewässer noch so ein bisschen ausbauen und so. Und dann schauen wir mal. Wir reparieren aber jetzt erstmal das Ding soweit und dann bauen wir das fertig. So, das ist doch schon mal sehr schön. Ist es auch, hätte sogar noch ein Stückchen näher rangekonnt, muss aber nicht. Ne? Oder? Nee, das passt eigentlich. Aber hier ist es zum Beispiel so, wenn man die Sachen dreht oder rotiert, dann drehen sich leider diese Dinger auch mit um 90 Grad. Deswegen müssen wir die nochmal eben alle neu setzen, leider. Das mache ich mal eben. So, das Ganze steht jetzt wieder richtig und wir werden jetzt gleich den, ja, das Gebäude darum herum bauen. Das ist ja sozusagen nur der Eingang bis jetzt, aber ich glaube, ich mache das auch nochmal hier. Warte mal, ich glaube, ich mache hier nochmal den Übergang so ein bisschen schöner. Was haben wir denn hier? Stein und Andesit. Ich glaube, ich mache hier nochmal so eine Schräge hin. Irgendwie H3, vielleicht auch 4, ich weiß noch nicht. Oh, diese Blobs sind echt nervig, ne? Muss ich einfach mal sagen. Guck mal, eben ein Schwert hier. Habe ich jetzt gerade nicht da. Ich will jetzt hier auch keine Zeit verschwenden. So, Slime. Ich weiß nicht, ob wir nicht mal hier das Öl wegmachen müssen, damit die nicht mehr spawnen oder so. Weil, ja, die spawnen halt hier bei dem Öl. Und das ist schon ein bisschen nervig, muss ich sagen. Die immer so ätzende Geräusche machen. Na komm. Ab mit euch. Komm, dauert das auch immer ewig, die zu töten, wie ihr seht. Also ihr könnt mal reinschreiben in die Kommentare, was man dagegen machen kann. Wahrscheinlich das Öl hier wegmachen. Also gehe ich jetzt mal von aus. Ich mache es jetzt einfach. Ah, da ist schon der neue gespawnt. Okay, wir machen das Öl weg, Leute. Ich denke mal, das wird helfen. Hoffentlich. Die sind ja so nervig. So, jetzt können wir uns wieder voll aufs Bauen konzentrieren. Hier waren wir stehen geblieben. Da wollte ich das noch so ein bisschen so anschrägen. Ich glaube, das könnte ganz cool aussehen. Wenn das dann nicht ganz so gerade hier ist, dann bauen wir nochmal eben hier mit Andesit lang. Dann schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, ob es nicht besser gewesen wäre, wäre der Laden noch ein bisschen weiter vor. Also so ein paar Blöcke noch weiter nach vorne. So, ich habe das Ganze jetzt mal so gemacht, so gefällt mir das schon ganz gut. Habe das hier vorne auch nochmal so ein bisschen geändert. Ja, so passt das eigentlich. Da kommt man hier hoch und dann kann man hier in den Shop reingehen. Das ist gar nicht so schlecht. Vielleicht kann man dann auch noch das Gewässer hier weiterführen. Vielleicht auch nochmal den Weg hier rechts auch noch lang führen. Ich weiß nicht. Wäre vielleicht sogar eine Maßnahme. Wobei wir hier noch irgendwie sowas wie einen Zaun oder eine Mauer machen müssen am Tor, ne? Eigentlich. Oder irgendwas muss hier noch hin. Zumindest so als Abgrenzung für den Park. Was genau, bin ich mir aber noch nicht so sicher. Um ehrlich zu sein. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir den Gebäudegrundriss hier ziehen.
Und ja, wir werden jetzt erstmal, denke ich, hier ungefähr anfangen, auf der Seite. Und hier hinten werden wir das Ganze direkt hier hinter anfangen, hinter der Säule. Also das wird so der Grundriss. Cool wäre es dann wirklich, wenn wir so einen Schrägeingang haben. Das Problem ist nur, wenn wir so einen schrägen Eingang bauen oder so eine schräge, ja, ist ja ein Eingang. Also wenn der zum Beispiel hier die Tür wäre in den Laden rein, haben wir das Problem, dass man keine Tür reinmachen kann. Aber ich würde es gerne machen, weil es im Original auch so ist. Ja, vielleicht reicht es ja, wenn wir einfach einen Eingang bauen, weil das würde sogar tatsächlich problemlos funktionieren, denke ich. Ansonsten, der Laden geht hier einfach nach hinten noch. Der Gebäudeumriss würde ungefähr hier lang gehen. Dann natürlich hier vorne. Hier wäre dann der Schrägeingang. Und hier vorne würde dann auch eine Wand entlang gehen. Ungefähr so. Kommt das schon hin? Von der Größe her? Glaube ja. Ich glaube, das ist schon lang genug. Dann geht es nämlich hier vorne um so eine kleine Ecke. Hier so rum. Ich glaube so. Ich glaube, die ist ein bisschen zu groß. Wir machen die mal so. Also eigentlich wirklich nur so eine kleine Ecke. Und dann geht das Gebäude schon wieder hier nach hinten und schließt dann hier sozusagen ab. Ich weiß jetzt auch noch nicht, ob Andesit so der richtige oder das richtige Material dafür ist. So, dann gucken wir mal, ob wir das hier mit einem Schrägeingang hinbekommen. Also im Prinzip wäre es dann ja nichts anderes, als wenn wir, ich baue es mal hier hoch, wenn wir dann da gleich einfach Schrägen drauf platzieren. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ist halt nur echt schade, dass wir dann keine Tür da drin haben, weil ich die Türen eigentlich immer sehr cool finde. Nur es gibt leider keine schrägen oder diagonalen Türen. Das ist ja sehr, sehr schade. Ich weiß gar nicht, wie groß ist denn der Eingang, wenn wir den einbreit machen? Würde das als Eingang reichen? Ansonsten wäre der Eingang ziemlich groß, ne? Könnt ihr auch so machen. Könnt ihr auch relativ groß machen. Aber da bin ich mir echt unsicher, ob das nicht blöd aussieht. Noch mal ganz kurz. Einmal so. Verbinden das Ganze hier mal. Also so würde es dann aussehen. Na, wir gucken jetzt erstmal, wir bauen jetzt hier erstmal die Wand ein bisschen weiter. Wir brauchen mal eben nochmal, wie hieß denn das? Keramik, glaube ich. Das würde hier, glaube ich, ganz gut passen. Hellgrauer Keramik. Das war, glaube ich, das, was wir hier oben auch benutzt hatten, ne? Ja, das kommt hin. Weil hier vorne müssen auf jeden Fall nochmal Scheiben eingebaut werden. Eigentlich gehen die Scheiben sogar direkt ab dem Boden los. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das hier hinkommen würde, wenn wir. So passt das eigentlich schon ziemlich, ziemlich gut. Wir haben sogar einen Block zu wenig gebaut, glaube ich. Also ich glaube, so wird sogar fast noch besser passen. Also drei. Na, ich glaube schon. Das heißt, wir müssten hier eventuell das Ganze noch einen nach hier weiter hinten verschieben. Könnten aber auch so machen einfach. Na, gucken wir nachher mal, wie das aufkommt. Wobei, ja, nee, da müsste schon dieses ganze Ding hier weiter nach hinten. Würde das Gebäude sozusagen einen breiter werden. So, dann kommt das nämlich auch hin. Von der Front. Genau, und dann oben über den. Wie hoch bauen wir denn die Mauer eigentlich? Eigentlich liegt das Runde hier auf dem Dach auf. Also eigentlich dürfen wir nur so hoch bauen ungefähr. Das heißt, wir würden hier dann dieses Keramikzeug machen. Dann wieder ganz normal. Ein paar Deko-Elemente oder so können wir da später auch noch sicherlich anbringen. Das ist jetzt, wie gesagt, nur so ein bisschen Grundriss, was ich hier mache. Machen auf jeden Fall erstmal Glas hier vor. Denke mal, ich mache das auch drei hoch. So, hier gibt es solche vorhangmäßigen Teile, aber ich glaube, die sind alle nur ein Block leider groß. Ich weiß gar nicht, welcher am besten passen würde. Der hier vielleicht. Ja, der sieht von der Farbe gar nicht schlecht aus. Die könnte man dann sozusagen von innen davor machen. Ist nur aber schade, dass man, dass die halt immer diesen Holzrahmen da haben, aber so schlimm finde ich es jetzt nicht. Glaube, was viel Besseres werden wir nicht finden als diese Jalousien. So, sieht irgendwie komisch aus, ne? Muss man ja mal sagen. Sieht halt doof aus, dass da immer diese Abgrenzung ist.
Es gefällt mir nicht so richtig. Man könnte natürlich auch einen Zaun davor machen, aber das würde halt auch nicht aussehen, glaube ich. Wir können ja mal so einen weißen Zaun probieren. Wie würde das denn aussehen? Das würde bestimmt noch bescheuerter aussehen, ne? Ja, den kann man nicht mal daran machen. Also das ist wahrscheinlich schon die bessere Alternative. Aber ich überlege gerade, ob wir da nicht ein bisschen vom Original abweichen und das einfach nur oben hin machen. Ups, das wollte ich nicht. Das sieht halt, wie gesagt, ein bisschen komisch aus. Ja, das finde ich schon besser, wenn das nur oben ist, so ein bisschen. Und wir brauchen eigentlich sowas wie einen Schirm. Ich weiß nicht, ob es hier sowas gibt bei Minecraft. Weil beim Original ist da auch sowas wie ein, ja, so ein Sonnenschutz davor. Ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt. Okay, ich glaube, das Einzige, was wir da machen können, ist wirklich einfach solche Blöcke platzieren. Die dann vielleicht in Sandstein färben, wobei Sandstein ein bisschen zu hell ist. Mal eben gucken, was es noch so viel Material gibt. Da relativ nah rankommt. Den roten Sand könnte man tatsächlich überlegen zu nehmen, weil das ja auch so leicht orange ist. Oder orangene Wolle könnte man ausprobieren. Ich weiß aber nicht, ob das nicht zu knallig ist. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas. Ein Kürbis könnte man ausprobieren, aber das würde wahrscheinlich auch nicht aussehen, ne? Können ja gleich mal gucken, wie das aussieht, wenn man oder sowas. Das gefällt mir eigentlich. Ne, das sieht nicht aus, leider. Aber das Holz ist cool. Das hat eine coole Farbe. Passt nur leider in dem Fall nicht. Probieren wir mal den Kürbis aus. Okay, das sieht gar nicht so schlecht aus, ist aber ein bisschen zu grell und zu pixelig, finde ich. Das heißt, wir probieren hier nochmal, wir nehmen mal das. So, das kommt eigentlich schon relativ gut an das Original ran, muss ich sagen. Da bin ich schon sehr zufrieden mit. Probieren natürlich auch nochmal das andere hier aus, was nicht schicker ist. Oh. Ist auch nicht schlecht. Mach mal beide nebeneinander, was da mir besser gefällt. Orangene Wolle. Ah, die Wolle sieht irgendwie mehr nach Stoff aus. Und das ist ja sowas eigentlich aus Stoff. Dann passt es, glaube ich, ganz gut. Ich mache es jetzt erstmal so. Hier oben würde tatsächlich dann auch noch das Dach hinkommen. Da mache ich mal so eine Reihe hin. Dach ist eigentlich ungefähr so. Und dann hier hinter müsste es aber dann wieder so sein. Genau. Und dann hier vorne gibt es natürlich noch so ein ganz tolles Blumenbeet-artiges Teil. Das geht einmal bis hier vorne. Genau. Da machen wir dann einmal Erde hin, würde ich sagen. Ja, im Original sind da ja so ganz viele Blumen drin und ja, zwei Palmen. Ich würde sagen, wir bauen uns auch unsere eigenen Bäume mal eben dahin. Machen wir mit der Mauer hier. Dann haben wir nämlich nicht so einen ganz, ganz dicken Stamm. Das ist eigentlich ganz gut. Machen wir mal so. Zwei hoch. Und hier hinten ist auch noch einer. Machen wir mal drei hoch. Machen wir dann, in welcher Farbe machen wir das? Fichtenholz. Nehmen wir dann da. Eiche, Fichte, Tropenholz. Könnt auch hier dieses Zeug nehmen. Mal schauen, wie das aussieht. Na, cool wäre es natürlich, wenn es so eine Palme wäre. Oder müssen wir auch schauen, dass wir es richtig platzieren. Aber ich glaube, Palmen gibt es hier nicht. Ich habe jetzt die Hecke doch nochmal als Fichte gemacht. Weil wir machen jetzt alles hier mit diesen Fichtennadeln und Fichtenholz. Das ist dann, denke ich mal, ein bisschen schöner. So, ich will hier auf dieser Seite ein bisschen größeren Baum machen. Ganz gerne. Machen wir mal so. Ich weiß nicht, ob ich da nicht schon zu nah ran mitgegangen bin. Vielleicht noch ein vorgehen müssen oder so. So, jetzt kommt das schon ein bisschen eher hin, glaube ich. Also jetzt ist schon ein bisschen besser. Bauen wir hier mal wieder den Baum drumherum. Können ruhig sehr gleichmäßig sein, ne? Die Bäume, das macht nichts. Das sind ja keine natürlichen Bäume, ne? Das sind ja künstliche Bäume, die da auch schön mit der Gartenschere zurechtgeschnitten sind. Sozusagen. Hier will ich eigentlich einfach so einen kleineren Baum machen. Ich weiß nicht, ob das schon reicht. Das sieht gar nicht so verkehrt aus, ne? Ich glaube, das kommt schon ganz gut hin. Ja, gefällt mir. Sieht schon mal sehr gut aus. Ja, wir müssen natürlich jetzt hier noch ein bisschen die Mauer erstmal weiterziehen. So, die Mauer mache ich jetzt hier einmal komplett drumherum.
Und dann ziehen wir, glaube ich, mal eben das Dach. Auf dem Dach sind tatsächlich auch noch so, ja, so Belüftungssachen und sowas. Die müssen wir auch mal schauen, dass wir die später noch machen. Dass nicht alles ganz so glatt und langweilig aussieht. Aber ich glaube, ich werde mich erstmal später ums Interieur und so kümmern. So, und dann müssen wir hier noch eine Reihe unterziehen. Das ist dann ja sozusagen die Dachhöhe, die wir dann später haben wollen. Ich weiß gar nicht, wie das hier mit der Säule ist. Die können wir eigentlich auch wegmachen. Aber das sieht man sowieso später nicht. So, ich habe es geschafft. Das Dach ist soweit fertig. Jetzt nehmen wir das Ganze doch schon Form an. Also, ist doch schon ganz schicker Laden hier geworden. Finde ich cool. Fehlen natürlich noch die ein oder anderen Details, aber sonst. Ich bin mir auch noch unsicher mit diesem Schrägeingang. Ich finde ihn eigentlich cool, aber es ist halt echt doof, wenn man keine Tür halt hat. Wir machen jetzt erstmal hier Lichter. Was gibt es denn hier für Lampen? Lampen. Da gibt es doch sicherlich auch so richtig schöne Deckenlampen, ne? Schreibtisch. Alles so Standlampen. Könnt natürlich auch die hier nehmen, die finde ich auch cool. Die Blöcke. Gibt es hier keine Deckenlampen? Oder sind das Deckenlampen? Lampignon. Hier könnte man bestimmt auch kopfüber machen, oder? Geht das? Nee, leider nicht. Die gehen auch gar nicht an. Was denn? Ist ja frech. Machen wir erstmal so. Einmal kurz ausleuchten. Damit wir das von hier drin sehen. Genau. Also die Außengestaltung ist schon sehr weit jetzt. Also wir müssen natürlich noch ein paar Details und so machen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal eben hier in den Eingangsbereich und Interieur. Wir schauen erstmal, was wir hier in den Boden hier reinmachen. Soll sich ja ein bisschen abheben, würde ich sagen. Ja, Leute, ich gestalte hier gerade nochmal so ein bisschen den Eingangsbereich um. Weil das ist so eine Sache, die mir noch nicht so mega gefällt. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das nicht hier mit so Säulen mache und dann hier oben so eine schräge. Ich glaube, das ist ein bisschen cooler. Da könnte man auch jetzt sogar fast nochmal Holz unterbringen. Vielleicht dieses dunkle Holz nehmen? Wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Könnte auch eine Mischung machen aus dunklen und etwas helleren Holz. Könnten auch das Holz hier dann nach oben nehmen. Das gefällt mir eigentlich schon ziemlich gut, so der Eingang. Ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser. Ja, hier ist natürlich auch ein bisschen doof dann. Aber das geht eigentlich. Wir müssen halt jetzt nur eine schöne Farbe raussuchen. Ich weiß nicht, ob Holz ein geiler Boden ist oder nicht. Könnte man ja hier am besten noch hinmachen, denke ich. Groß auf dem Boden kann man leider nichts machen. Ich könnte halt überlegen, ob ich einfach vier Stück mache. Also die zwei würden auch schon fast reichen, ne? Denke ich mal. Ich weiß jetzt nicht, wie hell die machen würden. Probieren wir es mal aus. Das wären dann die Modern Lights. Reicht eigentlich schon aus für den Eingangsbereich hier. Lol. Und jetzt gerade los. Wird irgendwie zurückgesetzt. Und ich finde den Eingang jetzt gar nicht so schlecht. Dafür, dass es so ein Schrägeingang ist. Ja, hier drin mache ich, glaube ich, wirklich Holz hin. Das finde ich gar nicht so schlecht. So, der Boden ist jetzt fertig. Jetzt schauen wir uns den mal an, wie es aussieht von außen. Das finde ich aber gut. Ja, das sieht sehr schön aus, Leute. Mit dem Scheiben muss ich halt nochmal gucken, ob ich da irgendwas vormache oder so. Ich bin echt noch unsicher. Ich habe mich gerade mal nochmal so ein bisschen umgeschaut. Es gibt sogar so coole Parklampen hier. Schaut mal. Die könnte man halt auch im Park benutzen. Sehen echt nice aus, ne? So straßenlaternenmäßig. Können wir vielleicht auch mal im Park hier verteilen, so ein bisschen. Finde ich nicht schlecht. Und wir könnten überlegen, ob wir hier irgendwie mit Neonlampen vielleicht arbeiten. Diese finde ich an sich auch nicht hässlich, diese Lampen. Aber es gibt hier zum Beispiel noch so Neonbeleuchtung. Die ist auch nicht schlecht, finde ich. Ist halt nur das Problem, dass die Decke hier so, ja, eine blöde Höhe hat. Wir könnten noch überlegen, ob wir hier drinnen einfach nochmal die Decke komplett, ja, ein Meer auskleiden. Dann ist es zwar nicht mehr ganz so hoch, aber dann hätte man dieses Lampenproblem nicht. So, die Decke ist fertig. Jetzt müssen wir uns hier eine, ja, Gestaltung überlegen, wie wir den Raum von innen aussehen lassen. Ich werde jetzt erstmal ganz grob hier ein bisschen ausleuchten. Jetzt hier auch nicht die schönste Lampe, aber sie erfüllt seinen Zweck.
Vielleicht nehme ich da gleich auch nochmal eine andere. Weil die ist halt wirklich nicht schön, die Lampe. Ist halt einfach nur so Neonröhren. Aber es ist wenigstens jetzt hell hier drin. Ich denke mal, diesen Bereich hier werde ich auf jeden Fall als Kassenbereich machen. Mal gucken, was wir da so für schöne Sachen finden. Also eine Kasse gibt es auf jeden Fall, das weiß ich. Die hat Miri ja auch schon mal benutzt. Modern Cash Register heißt das Ganze. Modern. Ah, da ist es. Aber wir können allgemein hier gucken. Eine zweite Etage gibt es ja nicht. Hier gibt es auch coole Treppen und so. Also an Deko-Elementen, da gibt es echt viel. Super cool. Ich bin ja ein großer Fan von diesen Mr. Crayfish-Sachen. Die finde ich auch cool, weil die auch oftmals eine Funktion haben. Das finde ich nice. Aber ich weiß nicht, ob es hier irgendwas Passendes gibt. Wobei, wir könnten natürlich auch hier sowas zum Beispiel nehmen. Für die Theke von der Kasse. Und hier diese Deckenventilator geht immer, ne? Auf jeden Fall. Könnten hier auch so Holz nehmen. Finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Probier mal ein paar Sachen aus. In das aus. So, das wäre so dann der Holzdesk. Oder halt in so weiß. In Holz aus. Ich glaube, ich werde hier echt so ein bisschen rustikal das gestalten. So ein bisschen mehr mit Holz und so. Finde ich eigentlich ganz cool. So, wäre cool, wenn man hier dann noch so einen Durchgang hätte. Da gibt es ja auch solche Türen sicherlich. Müsste man nur wissen, wo die sind. Diese Dinger natürlich nicht, ne? Nicht, wie das denn aussieht. Oh, das würde sogar gehen. Okay, das finde ich gar nicht schlecht. Hätte man dann so einen Eingang in die Kasse. Hier kommt dann auf jeden Fall eine Kasse hin. Die Überlegung, macht man hier zwei Kassen hin? Keine Ahnung. Eigentlich reicht eine, ne? Ist ja nur ein kleiner Dingensladen. Okay, Leute, ich habe hier nochmal so ein paar Sachen gefunden. Ich finde einmal hier diese Deckenleuchte eigentlich ganz schön. Guck mal, hier mache ich im Kassenbereich auf jeden Fall zwei Stück davon hin. Ja, die finde ich echt ein bisschen schicker als hier diese Neon-Dinger. Die sind so industriemäßig. Sind diese Deckenleuchten echt ein bisschen freundlicher. So, dann kann man natürlich hier mit Sicherheit noch ein Radio unterbringen. Oh, das ist aber groß. Ei, ei. Okay, das sollte ich vielleicht hier nicht vorne auf die Theke stellen, sondern irgendwo da hinten. So ein Wandschrank kann auch nicht schaden. Ein kleiner. Warum nicht? Und natürlich hier diese Dinger, die kommen hier später auch noch an die Decke, definitiv. So, ich denke mal, ich mache einfach hier genau den gleichen Dings wie vorne auch hin. Dann kommt das Radio da auf jeden Fall drauf. Also ein Radio. Oh, es gibt sogar mehrere Radio. So ein MP3 Docking Station. Wie cool ist das denn? Sieht denn cooler aus? Nee, das Radio sieht cool aus. Kann man das denn bedienen? Oh. Cool. Jetzt können wir sogar hier so Musik anmachen. Hier kommt eine Klingel hin. Kann man leider nicht hier draufstellen. Das ist so eine, wenn gerade keiner an der Kasse ist. Oh Gott, bei der Mucke wird man ja wahnsinnig. Ich weiß gar nicht, was kommt denn noch in so einen Kassenbereich? Ich habe noch nie an der Kasse gearbeitet. Keine Ahnung. Ich könnte natürlich auch noch irgendwas auf die Theken stellen, auf jeden Fall. Jetzt machen wir hier ein paar Dinos drauf. Wie kann man das denn drehen eigentlich? Man muss hier alles so machen. Passt schon. Hier gibt es ganz viele Dinos zu kaufen. Ja, keine Ahnung. Es ist halt echt schwer, so eine Gestaltung. Also ich bin froh, dass Miri das uns immer macht. Weil es gibt so viele Deko-Elemente. Ich weiß auch nicht, ob ich das nicht lieber mit Miri nächstes Mal zusammen mache. Weil da kann sie mir echt, glaube ich, sehr, sehr gut bei helfen. Weil sie kennt sich viel, viel besser aus mit diesen Deko-Sachen. Für mich dauert das alles ewig. Was ich vorhin entdeckt habe, was ich mega cool finde, da Hängebrücke gibt es. Kann ich euch gleich mal zeigen, wie das aussieht. Das ist ultra cool. Eine Hängebrücke. Können wir auf jeden Fall auch irgendwann mal machen. Ja, so sieht die dann aus. Also richtig cool. Da können wir auf jeden Fall beim Berg noch so eine schöne Hängebrücke oder so rüberbauen. Es gibt so viele Deko-Sachen. Da muss man echt erstmal durchsteigen so.
Aber ich weiß jetzt echt nicht, ob ich das Interieur weitermachen soll, weil ich glaube, wenn Miri da ist, dann können wir das echt schöner gestalten. Weil sie ist da wirklich Expertin drin. So, meine Freunde, das soll es aber für die heutige Folge erstmal gewesen sein. Der Souvenirladen ist jetzt ja so gut wie fertig. Im Interieur müssen wir natürlich noch viel machen. Bisschen was auf dem Dach und hier die Umgebung natürlich noch gestalten mit Bäumen und Hecken und Büschen und sowas hier drumherum. Das muss auf jeden Fall alles noch gemacht werden. Aber ich denke mal, da werde ich mir beim nächsten Mal einfach die Miri dazu holen. Und dann wird das alles auch ein bisschen schöner werden und einfacher werden, weil sie kennt sich mit den Deko-Sachen auf jeden Fall viel, viel besser aus als ich. Und ja, ihr seht ja, wie es bei mir geworden ist, ne? Ist jetzt nicht so spannend. Aber Leute, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich trotzdem sehr über ein Like freuen. Und falls ihr Ideen, Anregungen oder Vorschläge habt, gerne unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.